Polizeinotruf gekommen. Grüße, Frau Schmarbacher. Grüße, Frau Schmarbacher. Die Scheibe ist gebrochen worden. Die Tür ist aufgebrochen. Die Tür ist auf. Ja, das ist nicht ganz gut. Los, wir schicken euch ganz offen die Polizei. Wo seid ihr daheim? Das ist Zollendun. Neben Strasse 13. Ja, ich habe das Gefühl, es ist noch jemand drin. Es könnte sogar noch jemand drin sein, hat das Gefühl. Ja. Also der Einbrecher ist nicht mehr einfach der Mann, der kommt zur Nacht mit einer schwarzen Maske. Das kann durchaus auch am Nachmittag sein. Das kann ein Kind sein, das kann ein Jugendlicher sein, das kann sogar eine Frau sein, eine ältere Person. Es gibt nicht einfach den typischen Einbrecher. Ich bin einfach am Telefon, ich kann eine Patrouille noch verbinden, gell? Einbrüche, was die Deliktsumme anbelangt, natürlich auch völlig unterschiedlich sein. Es kann sein, dass irgendwo ein Kellerraum aufgebrochen wird und Büchser Ravioli gestohlen wird. Es kann aber natürlich auch sein, dass in einer Firma ein Tresor wegkommt, wo dann schon gewaltige Beträge drin sind. Wir hatten letztes Jahr im Kanton Solothurn über 2000 Einbrüche gehabt, das heisst etwa 7 Einbrüche pro Tag. Und als Polizist ist es manchmal schon ein bisschen frustrierend. Man hat das Gefühl, es hört einfach nicht mehr auf. Es ist also wirklich eine never-ending Story. Es ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit da manchmal. Die sind von Haus zu Haus gegangen. Ja, das ist schon ein bisschen speziell. Ja, das ganze Haus durchnudelt. Weisse Kapuzenpulli. Solo 2862, also, Repo Mitte von Solo Zentrum. Sie sind vom Ausgang heim und haben das jetzt festgestellt, gell? Jawohl. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind jederzeit froh, dass er so etwas meldet. Gut, bleibt einfach dort. Ja. Wir müssen euch einfach bei der Polizei zeigen, gell? Jawohl, das Quartier durchab. Also, du, ich gehe Patrouille schicken, gell? Die hat er nicht mehr anlängen und nicht mehr rumlaufen, dass man die Spuren noch sichern könnte. Also, ich habe jetzt Melderin, Frau Marbacher, am Telefon. Frau Marbacher? Ja. Grüß dich, wir haben Schmeier. Lass uns bitte noch mal kurz schnell wechseln, damit ich zurückkommen will. Ist das richtig? Genau, ja, der Kollegin schnell zwei Koffer müssen bringen. Ja, ihr habt das Gefühl, dass sich die Täterschaft bei euch im Haus befindet. Genau. Also wartet hier in Sicherheit. Ja. Wir werden euch ein Haus umstellen, es kommen noch Mittel. Wenn ich auf eine Geschädigte treffe, die extrem Angst hat, dann probiere ich, ihr eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Und trotzdem muss ich meine Arbeit am Datenobjekt weiter ausführen und kann mich nicht komplett den Geschädigten widmen. Die Spurensicherung am Tatort und die Spurenverarbeitung nachher im Labor ist wichtig, weil das sind eigentlich der einzige Beweis, der zum Täter führt, der wirklich wissenschaftlich ist und der nicht lügen. Und das ist eben nicht gleich wie die Aussagen, die sich eigentlich mit der Zeit verändern oder ungenau sein. Die Täterschaft die durchsucht unter Umständen die komplette Haushaltung, inklusive Kleiderschränke, Schmuckschäftchen. Die werden jegliche Gegenstand der Geschädigten in den Fingern haben. Unter Umständen nehmen sie sie mit oder lösen sie einfach zurück. Sie sind auf jeden Fall angelenkt und mit dem können sehr viele Geschädigte sehr schlecht umgehen, beziehungsweise es macht ihnen extrem viel Mühe, das zu verarbeiten. Grüß Frau Betschart. Mein Name ist Wenger von der Kantonspolizei Solothurn. Ich habe zwei, drei Fragen an euch. Und zwar ist gerade eingebrochen worden bei einem Nachbarn. Beschuldigte, die wir mit ihnen zu tun haben, sie brechen meistens nicht zum ersten Mal ein. Und, sie kennen natürlich sehr genau, wie es bei uns läuft. Sie wissen, wie sie sich verhalten müssen. Ich denke, unser Lohn ist, wenn wir Einbrecher ermitteln können, wenn wir Einbrecher der Staatsanwaltschaft zuführen können. Und das ist quasi eigentlich unser Lohn. Ja. Könnt ihr noch eine Frage? Il aimerait savoir comment vos empreintes digitales sont arrivées sur le lieu du crime. Ja, es ist natürlich spannend zu sehen, also wo jetzt der Einbrecher sonst schon überall gearbeitet hat, in den Nachbarkantonen, vielleicht auch in den Nachbarländern. Und ich bin natürlich darauf angewiesen und auch froh, wenn die Leute von der Kriminalanalyse die Zusammenhänge herstellen und mir dann bringen. Weil nur so kann ich dann ins Gefängnis gehen und meinem Einbrecher quasi sagen, du bist nicht nur hier aktiv gewesen, sondern ich weiss, vor zwei Monaten auch noch im Kanton Neuburg zum Beispiel oder in der Westschweiz allgemein. Grüezi, Frau Marbacher. Frau Marbacher, bei euch ist ja vor zwei Monaten eingebrochen worden. Und über den Einbruch werde ich mit Ihnen geschehen
zwei, drei Minuten reden, hat er geschwind Zeit. Da bin ich jedes Mal überrascht, was für Nachwirkungen so ein Einbruch hat. Das ist wirklich so schlimm gewesen. Etwa jede fünfte Person ist extrem stark belastet während Wochen. Die Leute erzählen mir von wochenlanger totaler Verunsicherung. Das heisst, sie haben wirklich jegliches Vertrauen in die Umwelt, in die Mitmenschen verloren. Sie erzählen mir aber auch, dass sie unter extremer Angst leiden seit dem Vorfall. Das heisst, sie können wirklich nicht mehr schlafen zum Teil. Oder wenn sie noch schlafen können, dann erwachen sie beim kleinsten Geräuschchen. Gut, ich von der Sicherheitsberatung bin besorgt dafür, dass ich den Leuten möglichst gute Tipps geben kann. Weil ich sehe vielmals Fensterbeschläge oder Türbeschläge, die eine minimale Sicherheit aufweisen. Und wenn man dort die Leute bewegen kann, Aufrüstungen zu machen, dann können wir schon gut im Täter seine Arbeit erschweren. Weil vielmals wurde der Täter in 1 bis 3 Minuten ins Objekt gelangen. Und wenn das nicht möglich ist, lässt er vom Objekt ab und geht vielleicht eben irgendetwas anderes aufsuchen.